willkommen zurück zu einer neuen Folge Miss Survival. Und ihr wisst, was wir heute vorhaben. Ich sage nur, es liegt in dieser Richtung und wird gut bewacht. Deswegen versuchen wir uns einfach mal von der Seite irgendwie anzuschleichen. Denn wir wissen ja, dass dort ein Sniper ist, der hat uns schon mal aus dem Auto rausgeholt. Welcher Weg ist das jetzt? Ist das jetzt... Nee, doch, das müsste der da unten sein. Lol, hier hinten geht's. Okay. Das wusste ich natürlich noch gar nicht, dass es hier hinten weitergeht. So, jetzt muss man aufpassen. Irgendwo hier sind. Da ist das Banditenlager. Da ist es. Und irgendwo da sitzt ein Sniper. Da ist ein Turm. Der ist bestimmt da oben drinne, der Arsch. Ob ich da mit meiner Knarre weit komme? Nee, also hier kommen wir schon mal nicht hoch. Aber interessant, hier hinten ist noch eine nicht entdeckte Ecke von mir. Von der Map. Das ist... Ey, das ist recht cool. Also... Ja... Da geht die Straße. Hier ist alles nur Wald. Oh, wir müssen jetzt auf jeden Fall aufpassen hier. Ist das da unten der Kinderspielplatz? Das ist die Militärbase. Okay. Der Baum hat einen Flyhack an. Ja, nee, Federn und so brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das heißt, hier hinten ist die andere Stadt, die gut bewacht wird. Ach komm, lass mich hier hoch, bitte. Yep. Das scheint die Stadt zu sein. Die... Nein. Oh. Die werden wir uns aber ein andermal vornehmen. Wir wollen ja jetzt in die, ja, Stadt hinter... In die Base hinter unserem Haus. Und... Wir schauen einfach mal, ob wir das hinbekommen. Zur Not kann ich ja den anderen Spielstand laden.
Aber das ist interessant, das hier hinten, da wusste ich halt alles noch gar nicht. Aber hier geht's noch. Nee, das ist das. Gut. Ist dort überhaupt noch jemand? Uah, da läuft einer. Zwei. Da laufen auf jeden Fall zwei Mann rum. Jetzt ist die Frage, wo hat sich der Sniper versteckt? Also bis hierher bin ich ja schon noch mal gekommen. Da ist noch ein Hochstand. Wir versuchen einfach mal unser Glück. Ich habe auf jeden Fall zwei Mann rumlaufen sehen. Drei Mann. Gut, hier oben ist keiner. Aber hier scheint ein Feuer zu brennen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Okay, wir gucken mal ganz vorsichtig. Zwei, drei, vier. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs und ein Sniper irgendwo. Das wird schwierig. Ich habe noch 16 Schuss für die Handfeuerwaffe und ja, ein paar Schuss für die Pump. Sniper wäre eigentlich ideal jetzt. Okay, der eine hat sich jetzt versteckt. Alles klar. Wo denn? Da unten rennt der Arsch. Shit.
Ich hätte vielleicht ein paar Granaten mitnehmen sollen. Holy! Nein! Nein! Ah! Scheiße! Egal. Wir wissen, wie wir es machen. Ja, ist mir egal. Was haben wir verloren? Gar nichts. Läuft. Warum schon wieder hier? Ich würde sagen, auf ein neues. Wir gehen dort nochmal hin, denn wir haben jetzt ordentlich was, ja, wie soll ich sagen, ausgeteilt. Wir haben also schon gut die Leute kaputt gemacht. Und wir rennen dort jetzt einfach... Ach du Scheiße, hier ist doch der Bär. Wir rennen dort jetzt einfach nochmal hin und geben denen den Rest, würde ich sagen. Wir nehmen aber noch ein Sturmgewehr mit. Scheiße, ich habe ganz vergessen, dass ich halt auch nicht so viel Munition in der Waffe habe. Ah! Du Arschloch! Jetzt habe ich für dich meine Munition verschwendet. Okay. Neun, acht, acht, fünf. Okay. Das Auto ist mit... Das Auto, das Auto war mir jetzt natürlich wieder mal neu. Aber gut. Ich freue mich immer über neue Sachen, die hier auftauchen. Das macht das Spiel umso spannender. So, wir werden jetzt aber direkt von vorne reingehen. Ich hoffe mal, dass der Sniper weg ist. Wir müssen uns nur noch kurz ein bisschen ausrüsten. Denn dieser lange Fußmarsch bis dahin, ja gut. Wie spät haben wir es eigentlich? 10.44 Uhr erst. Und ich hoffe mal, dass kein Nebel auftaucht, wenn wir jetzt dann nochmal in die Base rennen. Das wäre unpraktisch. Wobei wir auf dem Hochstand abwarten könnten, bis Nebel kommt und die Mutanten alles machen. Nee, das wäre zu langweilig. Wäre zwar taktisch klug, aber auch langweilig. Deswegen die kommt hier rein, die kommt raus, denn wir haben keine Munition mehr. Riffle Ammo hier, 7 Schuss, naja, besser als gar nichts. So, auf geht da. Die haben wir nachgeladen.
Yep. Und es sieht... Scheiße, es kommt Nebel. Oh, da müssen wir ganz schnell die Nacht über den Nebel hier überschlafen. Und in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall nochmal zur Base gehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.